Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin euer Head Benjamin und ist das hier bei einem weiteren Teil meines Breath of Fire 3 Let's Plays. Ja, wir befinden uns hier vor dem McNeildorf und wollen jetzt mal schauen, was der gute Rai und sein Kumpel Tepo hier machen wollen. Ja, wir sind ja auch hier in unserem Schlabbernzug unterwegs, also gehen wir da jetzt erstmal rein. So, ein paar neue Klamotten wären ja auch sicherlich nicht schlecht. Oh mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ja, das war ja klar. Raus hier, ihr Blaken! Ah, die Musik ist so geil. Ja, hieß es aber. Niemand wird mich kriegen! Ah, ich mach nur Unfug. Nutzt nichts, Rai. Jeder hier hält nach uns Ausschau. Keiner hat viel zu essen. Naja, schlechte Ernte und so. Hey, Tepo, schau dir diesmal an. Ja, da sitzen wir. Na, bist du endlich aufgewacht, eh? In unserem Schlafrock. Ja, und Hunger haben wir auch. Das ist ja wohl die Höhe. Nun haben wir noch ein Maul zu füttern. Wie wär's? Er könnte uns doch helfen. Hi? Gute Idee. Aber ich glaube, wir müssen ihm erst den Schlabbernzug ausziehen. Ja, das glaube ich auch. Nun komm! Wir werden dich jetzt gescheit ausrüsten. Ja, das will ich auch hoffen. Genau, bevor wir uns jetzt hier in dem Dorf umsehen, lassen wir die Beine erstmal wieder hier so ein bisschen rumschlawinern. Wir werden wohl kaum was zu essen stehlen können. Aber ich glaube, wir können Rüstungen und Waffen abstauben. Okay. Wart es ab, Ryu. Rai wird dich in 0, nichts richtig anziehen. So, und rein. sagte ich gerade Ryu? Ist dies dein Name? Komisch, woher wusste ich das? Vielleicht geträumt? Ja, ist es aber. Oh, oh, abhauen! Eieiei. Die machen auch nur Unfug, die beiden. Das war knapp, nicht wahr, Rai? Ja, das war es. Aber wir konnten ihm was zum Anziehen besorgen. Beeil dich, Ryu, sei kein Lahmarsch. Ja, sehen wir nicht fesch aus. Nicht gewohnt, eine Rüstung zu tragen? Nun, besser als ein Schlabbernzug, hä? Ja, das glaube ich auch. Was sollen wir nun unternehmen, Rai? Nun, jeder in der Stadt ist arm dran wegen der miesen Ernte. Ich hab's. Lasst uns zur Straße gehen, wir werden dort Arbeit finden. Weiter vorne gibt es eine Straße, die man Rahlweg nennt. Wir gehen oft hin und rauben Leute aus. Nein, nein, das ist nicht gut. Es ist nicht unsere Art, Leute zu verletzen. Sie beklauen ja, aber ich werde niemandem etwas antun. Wow. Das ist richtig. Selbst ein Anfänger wie du kann das. Na, nicht aufregen. Lass uns gehen. So, jetzt haben wir eine schöne Gruppe. Können wir... Ah, wo ist das Menü? Genau, da ist das Menü. Wir haben ja einen Pflückling, eine Pflückling oder was auch immer gefunden. Genau. Den rüsten wir mal aus. Das ist nämlich ein bisschen stärker. Denn ab jetzt fangen nämlich auch schon die Zufallskämpfe an. Aber zwar nicht hier in diesem Dorf. Aber wir gehen nochmal nach McNeildorf oder McNeil. Genau. Hier schauen wir uns nochmal ein wenig um. Genau, hier in dem Laden. Was ist hier drin? Was haben wir hier? Molotow. Ja, da geht es direkt schon rund hier. Nun, was wollt ihr? Es gibt hier nichts für euch zu stehlen. Ist ja gut, ist ja gut. Wir haben sowieso kein Geld, beziehungsweise Zenny, dann gehen wir auch mal wieder. Aber wie gesagt, wir können ja noch ein paar Gegenstände hier aus irgendwelchen Schränken abstauben. Das sollte man auch machen. Nichts. Okay, jetzt reden wir mal. Dem, ihr seid es, oder? Ich habe nichts hier, verstanden? Nicht für kleine Diebe wie euch, also haut ab, husch. Ja, ist ja gut, alter Mann.
Ja, aber wir können trotzdem noch was kaufen und verkaufen. Er ist einfach hier. So. Hier ist ein kleines Gasthaus. Und mit per Kameradreh können wir hier auch gucken. Und wir finden Vitamin. Yay. Gehen wir nochmal eben hier rein. Hier können wir für Geld übernachten und speichern. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz billig. Aber wir sind natürlich hier nur, um was abzustauben, falls das geht. Ja, leider nicht. Auch keine Gäste hier, okay. Naja, gehen wir wieder runter und schauen uns noch die restlichen Häuser an. So, hier waren wir. Genau, gehen wir mal hier hoch, wo Rai und Tepo ganz am Anfang drin waren. Ist hier vielleicht irgendwas? Hier ist so ein alter Mann. Ah, ihr kleines Pack, wollt ihr wieder Ärger machen? Nein, wir doch nicht. So, gehen wir mal rein. So, was haben wir hier? Nichts, natürlich nicht. Hier, ja, ist ja klar, das ist Feuer und Asche hier. Auch nichts drin. Keine Teepullen mitnehmen. Ja, ist da gar nichts, können wir mitnehmen. Keine Kaffeetassen, Teetassen, kann nichts. So, was sagt sie? Sorry, ich habe leider nichts für euch. Es ist überhaupt nichts übergeblieben. Ja, miese Ernte und so, wa? So, gucken wir nochmal hier. Auch nichts, ja, ist es denn mal hier. Okay, ist etwas hier? Heilkräuter, sehr, sehr schön. Das ist doch mal schön. So, was haben wir hier hinter? Ist hier noch irgendwas? Bisschen Kamera drehen. Nee, okay. Erstmal hier rein. Der erste Weg wieder zum Schrank. Und wir haben ein Antidot gefunden. Yay, gegen Gift. Und leider auch nichts. Okay, das war's jetzt auch schon mit McNeildorf hier. Ist nicht so groß, aber hier ist noch irgendwas. Genau. Selbst wenn ich hier rumsitze und die Zeit vertrödle. Ich laufe nicht rum und klaue Dinge, so wie ihr es tut. Du fauler Sack, ey. Aber ich glaube, in dieses Haus hier kommt man nicht rein. Man kann jetzt auch nicht so weit drehen, dass man hier irgendwie nach einer Tür suchen konnte, aber ich habe bis jetzt, so oft wie ich dieses Spiel schon gespielt habe, keine Tür gefunden. Okay. Dun, 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 dun. Gucken wir mal hier weiter. Es kommt nämlich zur Farm. Was sagen denn hier die Bauern? Da lebt ein Monster auf dem Klausberg. Es kommt runter und stiehlt unser Vieh. Deswegen und wegen der miesen Ernte, sorry, werden wir kaum über den Winter kommen. Was sagst du? Keine Antwort, ist ja nur eine Vogelscheuche. Ja, das macht Sinn. Aber wir können mit unserer Spezialattacke da irgendwie doch Geld rausbekommen. Also der Rio, der kann mit seinem Schwert schlagen, Rai kann Schlösser knacken und Tepo kann Sachen rumtreten. Das ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir aber erstmal weiter. Können wir auch hier so ein bisschen an den Leuten machen. Und vielleicht fällt da ein bisschen Geld raus. Irgendwie geht das nicht. Okay. Wir leben von dem, was wir hier pflanzen und im Wald fangen. In diesem Jahr sieht es aber echt schlecht für uns aus. Okay. Mein Lieber, wenn ich all das hätte. Fast alles von dem gehört Bürgermeister McNeil. Okay. Ist das hier auch noch eine? Sehr gründlich. Du redest sogar mit einer Vogelscheuche. Mach weiter so. Man weiß nie, was man alles durch Konversation mit Leuten und Objekten lernen kann. Wenigstens scheint dies der Sinn der Aussage zu sein. Okay. Boah, bin ich fertig. Das sag ich dir. Ja, dann mach doch eine Pause. So, was haben wir hier? Oh, wer ist das denn hier? So. Ich schufte hart und McNeil nimmt alles. Gibt es keinen Weg, es leicht zu nehmen und doch das zu kriegen, was ich will? Ah, sieht schon ein bisschen merkwürdig aus hier. Bevor wir jetzt runtergehen und auf den Rahlweg, gehen wir erstmal hier hochgucken. Denn hier kommen wir, glaube ich, zum Anwesen von McNeil. Und hier schauen wir uns auch erstmal ein klein wenig um. So, genau, gehen wir erstmal hier in die Butze. Was sagst du? Unter uns gesagt, McNeil ist ein gieriger Geizkragen. Er nimmt, was er kriegen kann und gibt nichts zurück. Dies ist er mal. Oh, was haben wir denn hier? Vitamine, yay. Sehr schön. So, was haben wir hier? Naja, wir können auch hier die kleinen Büsche kaputt machen. Eventuell kriegen wir da auch ein bisschen Geld von, aber das ist alles nicht so der Rede wert. Das meiste Geld bekommt man dann doch von den Zufallskämpfen, die hier auch manchmal sehr häufig auftreten können. Aber jetzt reden wir erstmal mit den Wachen. Wir bewachen das Anwesen, jawohl. Okay, ist ja gut, mein Freund. Das ist das Anwesen des Herrn McNeil. Ja, und? Weiter? Ja,
sehr spärliche Dialoge hier wieder. So, gehen wir nochmal die Mauer hier entlang. Da waren, glaube ich, auch noch zwei Fuzzis. Genau, die reparieren hier nämlich was. Dieser Teil der Mauer brach zusammen. Ich werde ihn richten. Mr. McNeil hat Angst vor Dieben. Deshalb schreit er. Ich soll mich beeilen. Ich sag dir, die Reichen verstehen halt gar nichts. Ja, wahrscheinlich hat er recht. Und dann gehen wir noch einmal hier auf die Farm. Nicht die Kühe klauen. Okay, schade. Ich wollte mir gerade eine mitnehmen. Ist es denn mal. So. Was haben wir denn hier? Wow, wow. Okay. Du machst Mu. Ja, ist es denn mal. Jetzt auch direkt Strafe gekriegt hier. So. Nach der schlechten Ernte wurden nun auch noch unsere Kühe gestohlen. Mr. McNeil hat miese Laune. Das kann man wohl sagen. Ja, der McNeil scheint ja wohl ein ganz komischer Schnösel zu sein. Aber das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Wir suchen Arbeit und begeben uns jetzt deswegen erstmal zum Rahlweg. Ja, und dann sehen wir mal, was Rai und Tepo nicht schon wieder für komische Ideen im Gepäck haben für uns hier. Ist es denn mal. So, aber wie ihr schon seht, der Einstieg in Breath of Fire 3 ist sehr, sehr ruhig und gemütlich. Also, ja, richtig cool. Hier entlang geht es zum Rahlweg. Da wollen wir auch hin. Ja, das ist ja bei manchen so, da geht's direkt in die Action rein, aber hier wird erstmal so richtig schön aufgebaut. So, und diese Ausrufungszeichen, da können wir reingehen und ein paar Zufallskämpfe machen. Das werden wir jetzt allerdings nicht machen. Wir gehen jetzt erstmal hier auf den Rahlweg. So, einer der Hauptwege zwischen Windia und den Minen. Man hört von Dieben, die hier regelmäßig zuschlagen. Ja, das ist ja komisch. Ich hoffe, wir treffen nicht auf die. So. So, jetzt kommen wir, ja, und jetzt kommen nämlich auch direkt schon Zufallskämpfe. So, wer kommt hier? Ein Aigo, ein Kobold und ein Elite-Kobold. Ja, ist es denn mal. Ich glaube, wir hauen jetzt erstmal den Aigo platt. Können wir auch direkt mal plündern und gucken, was die haben. Ja, und ihr beide, ihr guckt jetzt mal auf den Elite-Soldaten prüfen. So kann man nämlich die Gegner beobachten und eventuell lernt man dann eine Attacke. Genau, mit Einfluss, da kontrolliert er die beiden. Und diese Attacke möchte ich lernen. So, werdet später noch sehen, warum. Oh, der Aigo hat Heilkräuter dabei. Okidoki. So, dann machen wir das Spielchen jetzt nochmal. Rai kloppt mal den Aigo kaputt und wir gucken nochmal auf den Elite-Kobold. Ja, ist es einmal. Da muss man schon ein bisschen warten. Wenn man die Attacke lernen kann, dann erscheint ein Ausrufungszeichen. Und wenn er sie nicht lernen kann, ein Fragezeichen. Okay, jetzt werde ich aber langsam ösig hier. Jetzt gucken alle. Mein Gott, das muss doch jetzt klappen. Das ist doch nicht wahr. Das wird jetzt so lange gemacht, bis einer davon diese Attacke lernt. Das kann doch nicht sein hier. Oder beziehungsweise könnten wir auch nochmal eben den einen Kobold plündern und gucken, was der dabei hat. Nee, genau den. Und du, ihr beobachtet den jetzt. Jetzt lernt das doch mal. Ja, ist es denn wahr? Ich weiß, dass man die Attacke lernen kann. Aber dieser dämliche Kobold macht das auch jedes Mal da, der dämliche Kobold. So, was haben wir? Du konntest nicht stehlen. Ja, Breath of Fire 3 ist auch ein Spiel, das nicht gerade mit Zufallskämpfen geizt. So, nochmal dasselbe. Jetzt lernt das doch mal. Verdammt nochmal. Ja, ist es denn wahr? Egal, dann hau ich die jetzt gleich platt. So, plündern wir nochmal. So, er ist kaputt. Wir konnten nicht stehlen. Ja, und jetzt ist nur noch der Elite-Kobold da. Da plündern wir mal und gucken. Weil ich denke mal, er wird jetzt nicht mehr... Ja, er wird sich nämlich verpieseln, weil seine Komparsen wechseln. Ja, und es dauert auch nicht lange, bis wir Level 3 erreicht haben. Aber okay, die Attacke will ich auf jeden Fall noch lernen. Jetzt gucken wir aber erstmal hier. Hier arbeiten wir auf dem Rahlweg. Diese Straße führt direkt nach Windia. Eines Tages jagen wir diesen Ort hoch und brechen zu einer echten Stadt auf, wie Windia. Oder Rai? Ja, sicher. Lasst uns mal nachdenken, wie wir heute an was zu essen kommen, anstatt uns darüber einen Kopf zu machen, okay? So, wir verstecken uns und warten, bis jemand vorbeikommt, hinter dem Baum da. Die Stelle gefällt mir gut. Hinter dem Baum da. Okay. Oh, da liegt ein Sack. Dahinter liegt ein Sack. Okay.
Da sollten wir uns verstecken. Das machen wir auch gleich. Gucken jetzt allerdings nochmal eben hier die Straße lang. Können wir ja auch schon weiter? Nee. Wo wollt ihr hin? Wir können noch nicht nach Vyndia. Lasst uns warten, bis wir uns einen Namen gemacht haben. Okay. Ach, ist es immer. So, was haben wir jetzt hier? Gongkopf? Okay. Da hauen wir direkt mal drauf und prüfen. Nicht, dass wir irgendeine Attacke hier nicht mitkriegen. Oh, wir haben Vitamine geklaut. Sehr schön. Was? Ey, der macht ja schon richtig Schaden hier, der Blödmann. Okay, ein Sondermove. Genau, hauen wir einmal drauf. Lassen wir auch die Arbeit machen und wir gucken einfach mal, weil ich weiß wirklich nicht mehr, was wir lernen können. Aber er ist auch schon Geschichte, alles klar. 3 EP, da fehlen uns nur noch 5. Das sollte alles kein Problem sein. Und ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, auch manchmal nach einer abgeschlossenen Session mal etwas zu trainieren und leveln. Norden McNeildorf, Osten nach Vyndia und Westen zu Daunamine. Da kommen wir ja ganz am Anfang auch her, wo wir noch ein Drache waren. So, was haben wir hier unten noch? Können wir hier noch irgendwas machen? Wer kommt jetzt? Ein Magigo. Oh mein Gott, hier kommen ja 1000 Feinde. So, prüfen. Genau. Zack, was kriegen wir? Nichts, das war klar. Brennen. Okay. Vielleicht geht das jetzt auch noch nicht so wirklich. Keine Ahnung. Sonst geht es eigentlich immer schneller, das Lernen. Ja, komm, wir plündern da nochmal was. Kein Bock mehr, die Sachen zu kaufen. Da klauen wir uns lieber. Digga. So. Mach nochmal und jetzt gucken hier. Gucken und lernen. Aber ich glaube, er ist Geschichte. Und wir konnten nicht stehen. Ja, ist es einfach rotzufrech, das Vieh. So. Ein Kampf, denke ich mal noch. Oder vielleicht doch noch zwei. Wer weiß. Was haben wir denn hier unten? Da haben wir noch einen Reisenden. Wie soll ich meine Ware verkaufen, wenn die Brücke kaputt ist? Okay. Was sagt er noch? Was hast du vor? Ein Raubüberfall? Vergiss es noch. Nie ist jemand mit Geld diese Straße lang gekommen. Okay. Ja, ist eine sehr, sehr arme Gegend hier. Und ich denke mal, bevor wir jetzt da diesen Platz erreichen, ja, kommen jetzt erstmal noch mal ein paar Gegner. Die hauen wir jetzt auch erstmal alle aus den Socken. Ja, was haben wir denn hier schon wieder? So, du machst den hier und ihr beiden guckt mal diesen Frau-Mörder da. Was soll immer das sein, so. Genau, zack. Ja, der macht nichts. Ah, der Tepo, der wird jetzt aber auch schon gut angeknuspert hier, ne? So, Tepo, heilt sich mal eben hier. Was haben wir denn alles gefunden? Genau, grüner Apfel hier. Ah, genau, einfach wegperzen. Du guckst nochmal. So dürfte das kein Problem sein. Beeren, ja, super. Auch nicht so pralle. Implo-Auge. Implodiertes Auge oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es gelernt. Sehr schön. Genau, da heilen wir uns jetzt nochmal schön. Und dann kriegt das blöde Vieh jetzt ein auf den Latz. Dann machen wir das mal schnell hier. Genau. Und weg mit dir. Komm. Aus dem Weg hier. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Okay, wir steigen auf. SP um 2, Kraft um 1, Aktivität und Intelligenz. Okay. Sehr schön. Sind wir ja schon hier ein richtig starkes Bubele. So, dahinter sollen wir. Wir schnappen uns aber nochmal eben hier das Säckchen mit. 40 Zenny. Oh, okay, da können wir ja gerade mal von Gasthaus übernachten. Alles klar, wir warten hier. Wenn jemand kommt, springen wir hervor. Ungefähr so. Nein, nein. Was ist los, Ryo? Man geht nicht gerade sanft mit uns um. Keine Sorge. Wir sind nur arme Kids, die etwas zu essen wollen. Jeder wird uns das nachsehen, okay? Hey, da kommt jemand. Ah, das ist Goldfeller. Tunjan. Er ist allein. Okay, Ryo, zeig uns, was du kannst. Schnapp ihn dir. Ihn einfach umrennen. So. Was willst du, Kleiner? Mich ausrauben? Hä? Wir haben momentan schon genug.
Ärger hier mit diesen Verbrechern Tepo und Rai. Hört mir genau zu. Falls ihnen begegnet, dann sagt ihnen, ich krieg sie. Sie werden's bereuen. Oh oh. Ja, das ging ja mal jetzt ordentlich in die Hose hier. Hoppala. Da scheint Bunyan zu sein. Ja, das glaube ich auch, dass das Bunyan war. Was glaubt er eigentlich, wer er ist? Wartet mal. Wenn der alte Bunyan hier ist, heißt das, keiner ist bei ihm zu Hause, richtig? Ihr habt recht. Auf zu seiner Hütte zum Essensplündern. Das geschieht ihm recht. Okay, Rettungstruppe auf ihn hier. So, zack. Gehen wir jetzt mal schnell hier hoch. Ja, klar, müssen wir noch ein bisschen kämpfen. Vielleicht können wir ja jetzt die eine Attacke lernen. Nö. Ach ja, wir plündern nochmal ihn hier. Und ihr kloppt mal. Ja, obwohl. Wir könnten mit ihm mal hier den Magigo beobachten. Ich glaube, das Brennen konnte man auch lernen. Ah, komm, was hast du ja? Ist einmal. Ja, das macht schon viel Schaden hier. Ja, der Wendigerei. Ist es denn wahr? Der ist auch fix drauf, doch. So, hauen wir eben den weg. Kriegen wir noch mal ein paar Bären oder was der hat. Oh, nee, oder auch nichts. Genau, dann machen wir es jetzt einmal so. Ich will hier noch ein paar Attacken lernen. Immer noch nichts stehen, ja, ist es aber. Und da greift die Sau auch nur noch so an meinen Herrn. Okay, dann plündern wir jetzt ein letztes Mal, dann ist er auch schon Geschichte. Genau, Itatakim und weg ist er. Heilkräuter, okay, das ist eigentlich relativ gut. So, kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Genau, und dann geht's jetzt ab in die Zedernwälder und wir gucken mal, was wir in Bunyans Hütte da so finden können. Zack, 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 jetzt geht's ja ganz schnell. Wir gehen mal von hier oben rein. So, Zedernwälder, genau. Denn das ist ja ein bisschen kürzer. Und jetzt, ja, das war klar, direkt wieder Gegner. Ich hoffe mal, das sind die blöden Kobolde wieder. Wo sind sie denn? Ja, perfekt. Ja, wir klauen von ihm mal was und ihr guckt jetzt. Jetzt lernt das doch mal. Ja, ist es denn wahr? Das ist doch nicht wahr hier. Mensch. Ich will Einfluss lernen. So. Klauen wir wenigstens immer was hier. Eine Weste. Okay. Gucken wir gleich erstmal nach, ob wir die irgendeinem anziehen können. Aber ich denke mal, das wird schlecht sein. Nee. Plündern wir nochmal ihn hier. Und ihr beide guckt nochmal. Ja, ist es denn wahr? Kann man denn so lernresistent sein? Mensch. Das ist doch nicht wahr. Das kann so. Ja, also die Attacken von den Gegnern machen jetzt wirklich nicht so viel Schaden und sind jetzt auch nicht so gefährlich. So, jetzt noch einmal. Danach verpieselt er sich so. Sag mal, ist es denn, weil ich will die scheiß Attacke lernen. Ja, ihr denkt euch vielleicht, warum? Was willst du damit? Ja, das werdet ihr später noch sehen. Mann! Okay. Ja, und er verpieselt sich jetzt sowieso wieder. Aber vielleicht. Aber er hat auch noch so einen komischen Move drauf. Na, okay, den. Hat er jetzt nicht gezeigt, er ist nämlich einfach abgehauen. Okay, dann gehen wir zwar schnell weiter. Ich hoffe, uns kommt jetzt kein Kampf mehr dazwischen. Aber das sieht gut aus. Und er muss schon reingehen. Ach ne, verschlossen. Rai könnte das Schloss vielleicht knacken. Ach Gott, wie geht das denn nochmal? Das wechseln? Habe ich die Taste belegt? Ja, genau. Rai hat das Schloss geknackt. Gute Arbeit. Das dachte ich mir. Keiner zu Hause. Halte deine Augen offen, Ryo. Es könnte uns jemand hören, wenn wir zu viel Krach machen. Ja, klar, der Nachbar hier oder was. Okay, wir teilen uns auf und spionieren den Ort aus. Lautlos. Es sollte ihr was zu essen geben. Ja.
ist denn da? Ryu, psst! Es ist doch keiner da! Es ist doch kein Nachbar da, Mann! Beruhig dich! Kühl dich ab, Ryu! Ja, kühl dich mal ab hier. Es ist doch kein Nachbar hier, mein Gott. Vorsicht, Stufe, Ryu! Ja, danke. Also unterm Bett gucken. Essen, essen! Wo ist was zu futtern? Nichts. Okay, Kamera drehen. Oh, hier ist eine Leiter. Gehen wir erstmal nach unten. In seinen Vorratskellerchen hier. Ah, okay, was haben wir hier? Holz. Gucken wir mal hier. Ist etwas hier? Du fandest Fleisch. Was gefunden? Hey, hier sind Lebensmittel. Alles klar, kommt, wir verduften hier. Uh-oh. Ja, oh. Der alte Bunyan kommt heim. Wir werden Ärger kriegen. Ich werd's hinbiegen. Eieieiei. Wenn was passiert, lenke ich ihn ab und ihr macht euch aus dem Staub, okay? Ja, sicher. Ja, okay. Oh. Hey, es ist alles okay. Es gibt keine Chance, das Rei. Ja, okay, das hört sich jetzt doch nicht so gut an. Glaube ich, sollte lieber schauen, was da los ist. Keine Sorge. Wir kommen hier raus, richtig? Ja, sicher, Dad. Okay, ja, aber da will man jetzt eigentlich nicht hochgehen, aber was bleibt uns denn anderes übrig? So, Mucksmäuschen still hier alles. Also gehen wir mal nach draußen. Zack, in your face, ey. Gewalt gegen Kinder! Okay. Ich wusste, dass ihr zu nichts taugt. Aber ich dachte nicht, dass ihr so tief fallen würdet. In einer Zeit wie dieser, wo ein jeder leidet, im Klartext, wer nicht arbeitet, hat keinen Anspruch auf Essen. Halt's Maul, wir haben gearbeitet. Habt ihr es immer noch nicht gerafft? Leute berauben ist keine ehrliche Arbeit. Ich hatte vor, euch aus den Wäldern zu jagen, aber... Wenn ihr euch nur bessern würdet, dann könnte ich vergeben und vergessen. Und was erwartest du von uns? Rai, du bist doch ein starker Bursche, nicht wahr? Ich habe einen Job für dich. Du hast doch sicher vom Glausberg gehört. Dem großen Berg nördlich des Waldes. Du wirst alles erfahren, wenn du es siehst. Ich will, dass du dort hochgehst. Verstanden? Ich allein? Was ist mit denen? Keine Sorge. Für die anderen habe ich etwas anderes in petto. Ihr nehmt sie als Geiseln, sodass ich das tun muss, was ihr wollt, richtig? Na gut, ich mach's. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich gehe zum Glausberg. Tepo, behalte Ryu im Auge. Hallo, ich kann nicht sehr so fassen, was da los. Hey, alter Mann! Was sollen wir denn tun? Arbeite, Tepo. Wenn du was zu essen willst, musst du arbeiten. Verstanden? Ach ja, ist es denn wahr hier. Und natürlich Holz hacken. Ihr sollt Feuerholz schlagen. Es ist ganz einfach. Tepo bringt den Stamm und Ryu zersägt ihn. Ihr könnt mit einem Schwert umgehen, oder? Es ist die Dreieckstaste. Wenn du zu schnell schneidest, verletzt du Tepo. Wenn du zu langsam hackst, wirst du den Stamm verfehlen.
hack so viel Holz, wie es geht. Bis ich Stopp sage. Verstanden? Ja, sicher. Ach Gott, Reaktion. Eh, kein Problem. So etwas machen wir im Schlaf. Komm, Rio, lass uns das hier erledigen. Ja, sicher, komm. Alles klar, dann fangt an. Okay. Oh, oh. Ach ja, in your face. Sieh zu hier. Das dauert aber immer ein bisschen unterschiedlicher hier, bis der so ein bisschen umkippt. Das ist rotzefrech. Da kann man sich überhaupt keinen so Rhythmus hier einarbeiten hier. 16. Ach Mann! Kommt 20 noch. Ja, ist es dann mal, verdammt. Stopp! 18 Stämme. Nicht schlecht. Wir haben gearbeitet, nun kann sich keiner mehr beschweren, wenn wir stehlen. Wenn ihr es so seht, wird es euch bald leid tun. Glaubt ihr nicht? Ha, wen kümmert's? Eines Tages bald hauen wir hier ab. Ich fürchte mich vor nichts und niemandem. Komm schon, Rio, wir verfolgen Rai. Okay, dann haben wir jetzt unsere Arbeit schon erledigt. Ja, doch, wollte ich nochmal blöden Rio, kommt direkt wieder Monster. Was ist denn das? Komm. Wenigstens der blöde Kobold. Genau, jetzt lern das. Lern das. Was ist doch nicht wahr? Jetzt raste ich aber aus hier. Warum kann ich nicht hier diese dämliche Attacke lernen? Mann! Okay, wir werden es jetzt noch zweimal versuchen. Wenn nicht, dann hau ich die einfach nieder. Ja, geht doch! Mensch. So, das schreiben wir aber später im Camp irgendwann mal auf Rio rum, die Attacke. So. So, und jetzt gibt's auf die Fresse. Wir hauen jetzt zuerst mal den Elite-Kobold kaputt, weil wir den noch nicht getötet haben. Ach, und jetzt macht einfach weiter. Ja, ist es dabei. Ist sein Komparse da so blöd, oder was? Jetzt gibt's aber erstmal hier einen Scheitel gezogen. Genau, zack. Wow. Ganze 3 Punkte. Ja, da hauen wir mit unserer Flugklinge ein bisschen mehr raus. Ach ja, ich wollte ja mal nach der Weste gucken, die wir gekriegt haben. Och, jetzt macht er das schon wieder. Ja, komm, sieh zu hier. Klatsch. Ja, wir hauen aber auch noch ein bisschen zimperlich hier drauf mit unserem Schwert. Ja, okay, wir sind gleich platt. So, wir heilen uns aber mal. Wir haben ja irgendwelche Bären gefunden. Wow, 5 SP hier, wow. Das ist ja echt viel. Aber ich denke mal, der Elite-Kobold ist jetzt gleich Geschichte. So. Oh oh, oder wir? Ja, das war jetzt doch ein bisschen wenig eigentlich mit den Bären. Aber okay. Richtig viel Gehalt jetzt. Komm, hau weg das Ding. Okay. Okidoki. Der Elite-Kobold macht sowieso nichts irgendwie, außer das blöde Einflussdingen hier. Aber okay. Wir metzen die jetzt einfach kaputt. Ich esse, wie viel HP hat er denn? Ja, jetzt aber. So, mein Freund. Unmotiviert. Ach, du warst das mit der komischen Attacke. Okay, ja, kloppen wir einfach mal drauf hier. Die kann man auch lernen, aber ich weiß nicht mal, was man macht. Egal, wir kloppen die jetzt auch kaputt. Ja, zack und weg hier. So, 7 EP, sehr schön. Jetzt, da wo Rein nicht mehr da ist, kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Nee, das drücke ich hier schon wieder. Genau, ich heile mich mal eben kurz. Mit einem halben. Wie viel? 20? Und das macht 40. Dann nehmen wir das mal eben. Dass wir noch hier abkacken. Das wär's dann noch. Gucken wir noch mal eben. Bei Rüstung. Weste. Wow, die ist sogar echt besser. Was hat denn Dingsbums hier? Tepo. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt eine Weste. Das hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht, dass die schon stärker ist als die normale Rüstung. Aber okay. So, dann beenden wir den Part jetzt mal und im nächsten suchen wir dann Rai, der sich auf dem Weg zum Glaubsberg gemacht hat. Wir campen jetzt allerdings, genau. Schlagen wir erstmal ein Camp auf. So können wir auch nochmal mit den ganzen Crewmitgliedern reden. Jetzt allerdings auf Tepo. Los, wir folgen Rai. Der Glaubsberg liegt nördlich der des Zedernwalds, oder was? Was war das jetzt für ein Deutsch hier? Liegt nördlich der komm. Da rege ich mich jetzt auf hier. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal pennen. Was möchtest du tun?
ja, wir ruhen uns aus und an dem Buch können wir dann auch später die Fähigkeiten wechseln. Ja, meine Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Rio und Breath of Fire 3, dann seid auch im nächsten Part wieder mit dabei. Bis dann, meine Freunde!